Die malerische Insel Sylt, ein Ort der Ruhe und Entspannung, doch auch ein Ort mit vielen luxuriösen Autos und die werden wohl in erster Linie geleast. Wir haben ja eine unerwartete Facette der Entschleunigung gefunden, das Leasing von Strandkörben. Die größte private Strandkorbvermietung Deutschlands bietet eine Alternative an, die nicht nur umweltfreundlich, sondern auch erholsam ist. Für 65 Euro pro Monat im Leasing ohne Anzahlung kann man sich diesen besonderen Luxus gönnen. Ein Preis, der nicht nur den Geldbeutel schont, sondern auch das Gewissen beruhigt. Denn hier zahlt man nicht nur für einen bequemen Platz an seinem Lieblingsort, sondern auch für ein Stück Nachhaltigkeit. Kein Stau, kein Benzinverbrauch, keine Kfz-Steuer, nur pure Entspannung. Wenn die Temperaturen steigen, wird der Strandkorb geliefert, bereit, sonnenverwöhnte Tage zu genießen. Und wenn der Herbstwind kühler wird, wird er wieder abgeholt, aufbereitet und eingelagert, bereit für die nächste Saison. Nach 3 Jahren muss dann eine Entscheidung getroffen werden, soll der Strandkorb für einen eher symbolischen Preis von 350 Euro erworben werden, um mir ein dauerhaftes Zuhause zu geben, oder soll er weiterziehen, bereit einem anderen Hausbesitzer Freude zu bereiten? Eine wirklich lustige Geschichte verbirgt sich hinter dem Namen dieser Strandkorbvermietung, RF. Da haben sich die Gründer was bei gedacht. RF steht für reich und fett. Das Ganze natürlich ironisch gemeint. Doch irgendwie gefällt den Kunden dieser Name. Und so wurde aus einem kleinen Strandkorbvermieter der größte Strandkorbvermieter Deutschlands mit einem riesigen Portfolio und Standorten in mehreren Orten. Eine Lizenz für die Vermietung an den Stränden der Insel hat die Firma jedoch nicht. Die Kunden sind meistens Hotels oder private Hausbesitzer. Um sich einen Platz am Strand zu sichern, muss man auf das Portal des Tourismusservice gehen oder aber jeden Morgen früh am Strand sein im Sommer und sich dort den Platz seiner Wahl schnappen. Für mehr Neuigkeiten über die Insel Sylt abonniert unseren YouTube-Kanal, schaut uns auf Kabel TV oder in Zattoo.